Damit willkommen, meine Damen und Herren, zu dem 14. Spieltag, dem letzten Spieltag der EU Pro League 11. Wir sehen jetzt Chaos gegen Navi. Hier haben wir erstmal die Stats von Chaos. Dann springen wir jetzt zu die Stats von Navi hin. Kommen jetzt zum Map-Ban. Und somit sehen wir, dass Coastline, Team, Paar, Café von Navi gebannt wurden. Villa, Border, Coastline, denn von Chaos. Somit sehen wir Clubhouse. Clubhouse hat Chaos diese Season schon öfters mal gespielt gehabt. Und zwar am 12. Spieltag, wenn ich mich nicht recht entsinne, genau gegen Force mit 7-2 verloren. Das war aber der 11., nicht der 12. Spieltag. Und ich glaube, die müssten noch irgendwann mal Clubhouse gespielt haben, bin ich jetzt aber gerade zu faul, weiter rauszusuchen. Wie gesagt, am 11. gegen Force verloren. Jetzt wollen sie es nochmal wissen, und zwar gegen Navi. Kommen wir jetzt zu den Operator-Bands. Hier denn aber vorher nochmal kurz der Community-Vote. 77% sind dafür, dass Navi gewinnt, 5% für ein Draw und 18% für Chaos. Das will ich immer kurz laufen lassen. Jetzt nämlich auch Stopp. Nochmal zurückspulen. Hab nämlich vergessen, den Fullscreen anzumachen. Naja, ganz ruhig. Haben wir schon. Die Ob-Bands, wie gesagt, ich glaube, die Maus hat einen Schuss. Skippen wir auch mal, bis wir hier komplett durch sind. Damit sehen wir Kaid, Maverick gebannt von Navi, Echo, Capitao gebannt von den werten Jungs von Chaos. Wo ist die Maus? Gucken wir nochmal ganz kurz. Ich glaube, ich werde die Maus mal zurückschicken. Oder ich muss die Maus sauber machen. Weg, damit wir hier mal die Statistiken haben. Wo sind sie? Clubhouse. Clubhouse schaut wie folgt zurzeit gerade aus. Wie gesagt, ich habe jetzt ja vorhin die neuen Stats mit übernommen aus diesem Spieltag. Zurzeit ist Clubhouse zu 51,7% auf 74 gespielte Runden eher Defense, Attack-lastig, so rum. Und 69 gegen sind 48,3% für die Defense. Häufig wird hier gebannt auf dieser Map Capitao. 39,3%, also 11 Mal. Der Maverick wurde 12 Mal gebannt, ergibt 42,9%. Das sind so die meisten Bans auf dieser Map. Und die zweitmeisten, ja, besser gesagt drittmeisten Bans sind halt mal Bug mit 7,1%, also insgesamt 2 Mal gebannt worden. In der Defense bannt man gerne Mira zu 30%, ergibt 9 Mal. Dann haben wir Echo, wurde 6 Mal gebannt, sind 20%. Und dennoch Goyo mit 6 Mal gebannt, auch 20%. Da sehen wir halt, dass das relativ konform mit dem ist, was wir hier auch sehen. Dass die Bans halt wirklich meistens die sind, die auch relativ häufig getätigt werden. Ne? Denke daran, wer hier Ergebnisse spoilert, kriegt einen Bann. Oder wird besser gesagt erstmal getimeoutet und dann gebannt, wenn das nochmal passieren sollte. So, und damit, Alter, sagt, ich glaube, die Maus hat eindeutig einen Schuss.
Als ersten Spot haben wir erstmal unten Basement, also Church und Armory. Wird in letzter Zeit häufig mal so gespielt, dass du ganz normal defense-mäßig unten rumsitzt, die Gegner aufbauen lässt und dann halt natürlich sie daran hin ist, im Nachhinein in die Area reinzukommen und den Plant anzubringen. Oder du baust dann natürlich oben hin auf. Das heißt manchmal CC halten, Cash halten oder in letzter Zeit auch manchmal gerne Master, Gym und Shower. Das liegt ja daran, dass viele Teams natürlich jetzt in letzter Zeit gerade Force und Empire gerne über Master hin aufbauen, von Master oben in Clear und von da aus runterarbeiten sich, ne? Lukas, R6, danke für dein Follow. Chaos hier relativ schnell gerade unterwegs, ne? Spielen halt schnell in den First Floor rein. Während wir oben Drohnen positioniert haben oder reingedroht haben, dass oben clear ist. Somit können sie halt gleich im First Floor reinspielen. Viele Leute, wie gesagt, spielen mittlerweile attack-mäßig erstmal immer top rein, von da aus runter. Opening Frag hier von Schatte. Wichtig ist es halt hier eigentlich immer in der Defense, so lange wie möglich halt den Entry nach unten zu erschweren, dass die Jungs da nicht einfach irgendwo reinspielen können. Das heißt, du musst natürlich aufpassen, dass keiner Blue vorwärts kommt. Vito holt sich da schon den zweiten, somit ist es auf alle Fälle ein bisschen problematisch gerade für die Jungs, dass sie jetzt schon zwei Leute verloren haben. Kitchen Hatch ist offen. Vito erledigt den nächsten. Jetzt haben wir die Blue Stairs Kontrolle wieder, weil Doki da gerade einen Kill gezogen hat. Was ich halt da ganz schön fand, ist halt, dass Doki nach oben hin rotiert, ne? Probiert zu flanken. Aber da leider wohl denn kommunikationstechnisch, wie wir gleich sehen werden, dass der ja denn dort nicht zum Erfolg geführt hatte. Wie gesagt, ist schon eine clevere Rotation nach oben. Saves holt da noch gerade nochmal einen Gegner, holt nochmal einen Gegner. Somit haben wir wieder eine 2-2-Situation. Wir wissen jetzt natürlich, wo Saves sitzt, hinten bei AKs, bei Armory. Da ist man runtergedroppt jetzt und einer pusht Long durch. Beide sind jetzt Armory drinne, dezimieren den Spieler hinten. Und da hätte man eigentlich schon aggressiv gehen müssen gegen den Spieler mal bei Kitchen, wäre dann schön gewesen hier von Doki. Somit ist jetzt einfach die Area unten durchgepusht und somit hatte der Backstep gar keinen Impact gehabt, leider. Ganz unschön. Wie gesagt, Kommunikation meines Erachtens war bei diesen... Na, das war ein schöner Kill. Bei dieser Situation wohl nicht so ganz on point gewesen, weil sonst hätte man... sagen könnte, es ist immer noch oben einer Kitchen, einer als Long oder sowas. Die Frage ist natürlich, ob man das halt wusste, dann hätte man aber im Regulärfall da hingegen engagen müssen, der Jäger hat er halt nicht getan. Stattdessen holen sie sich den Key, pushen unten durch und gehen auf Blend, ne? Weil, wie gesagt, die Idee war nicht schlecht gewesen, bloß da hat es an der Umsetzung gehapert, leider. Das ist halt immer die Frage, wie viel Informationen habe ich noch als Defender? Also ist mir noch geblieben mit Bakery Camps, Echo Camps, Maestro Camps, Default Camps oder eben mit eventuell gegrabten Drohnen vom Mozzi, sofern das alles vorhanden ist, ne? Ich möchte mal ganz kurz was zu dem Basement-Spot erzählen. Wir pausieren hier mal ganz kurz. Der Basement-Spot unten, den wir jetzt gerade gesehen haben, wurde insgesamt 35 Mal,
35 Mal gewonnen und 28 Mal gewonnen in der Defense. Da sieht man schon eine leichte Tendenz hin zur Attack, ne? Leider haben wir da jetzt keine direkten Prozentwerte, weil das kann ich ja nicht in Prozent anzeigen lassen. Muss ich irgendwann mal ändern. Jetzt sehen wir Cash und CC. Da schaut es wie folgt aus. 25 gewonnene Runden für die Attack und 27 gewonnene Runden für die Defense. Also schon eine kleine Defense-Lastigkeit gegeben. Dadurch, dass jetzt natürlich Maverick gebannt wurde, ist der Impact da meistens eher hingegen für die Defense. Weil mit Maverick kannst du sehr einfach den Breach aufmachen, wo gerade Kendall reinforced, ne? Die CC-Wall, die ist dann natürlich ein bisschen problematischer aufzumachen, weil wir uns dann halt die Tür verbarrikadieren zu den Red Stairs. Wir stellen uns da ein Schild hin. Somit kannst du nicht durch den Drohenschacht Concussion, um eventuell die Bände zu slowen beim Active spielen, müsste es dann tendenziell runtergehen in Launch und da vertikal anspielen. Sehen wir auch gerade, jetzt haben sie ihre liebe Not gleich damit, dir den Breach aufzubekommen. Wenn du das halt nicht hinbekommst, rotierst du gerne mal rum und probierst dann natürlich über Construction aufzubauen. Ah ne, es war eine andere Runde, verzeiht. Also das hat sehr gut geklappt hier so rum. Weil wir hatten später nochmal die Map. Da sehen wir auch, dass man versucht jetzt, wie gesagt, noch von der anderen Seite hin aufzubauen. Lux, das war fertig, danke für den Resub. Hier hinten hatten wir jetzt gerade einen Smoke gehabt. Wir haben in letzter Zeit, wie gesagt, gesehen, dass Leute oft versuchen, sag mal, jetzt hör doch mal auf hier, Alter. Technik. Über Master hin natürlich über Construction reinzukommen. Jetzt hast du da einen Spieler gehabt, der sich dementsprechend da positioniert hat. Ist halt dem geschuldet, dass man versucht halt, die Leute dabei schon zu slowen. Die Sache ist halt natürlich, wenn du jetzt, ich mach mal kurz die Map auf, wo ist sie? Poster. Machen wir mal den Second Floor. Kommst über den Balcony rein, holst sie denn in der Zeit noch Office, indem du die Hedge aufmachst, machst dann hier den Engel auf, um hier rein aimen zu können in Cash mit. Und hast aber die ganze Zeit meistens einen auf dem Roof, der hier ist und hier rein aimt, ne? Und somit ist dann halt immer problematisch für dich als Defender wieder zurückrotieren durch Construction. Somit müsstest du dann eigentlich die Mainstairs runter. Und dann über Mainstairs durchrotieren, bis natürlich wieder hinten zur Launch. Relativ weiter Weg, ne? Wo du auch jederzeit detected werden kannst oder rausgenommen werden könntest. Bahn. Ja, ich glaube, ich werde die Maus einfach mal auseinandernehmen oder ich werde da einfach mal ein Support-Ticket aufmachen und sagen, dass sie halt immer einen Doppelklick hat. Das war nochmal eine sehr schöne Rotation. Ich muss mal hier kurz stoppen. Von Panix. Wir haben ja jetzt gesehen, dass sie ja vorhin die Kontrolle in der Defense verloren hatten jetzt über Master. Da wurde der Smoke rausgenommen und Panic schafft es aber wieder oben rein zu rotieren. Leider sehen wir halt nicht, wie er da zurückrotiert ist, um sich die Kontrolle über Master zu holen. Das können wir, glaube ich, nirgendwo ganz gut sehen, ne? Nee. Der ist halt einfach wieder on-site, wird der Mainstairs hochrotiert sein. Und da war halt die Problematik, dass wir da gar keinen hatten, der irgendwie jetzt halt die Mainstairs abaimt, ne? Jetzt im Nachhinein tun sie es. Ja, da ist es aber auch schon zu spät gewesen. Und somit, Panix,
hier eine wichtige Rotation gemacht. Hat jetzt auch den Diffuser bei sich, ne? Somit müsste man im Regulärfall, hätte man noch eine solide Überzahlsituation oder eine gleichwertige Situation normal hin zu den Diffuser aufbauen, sich da den Diffuser holen, um dann natürlich damit auf dem Plan spielen zu können. Hingegen hat jetzt einfach es Navi sehr gut geschafft, die Kills zu setzen, und im Nachhinein bleibt den letzten verbliebenen Spielern nichts übrig, als zu versuchen, nach und nach die Kills reinzufarmen, wo er sich halt nicht durchsetzen konnte. Also das hier war halt wirklich gerade ein komplettes Versäumnis von Chaos gewesen, dass man da keine Backup-Spieler hatte, der vielleicht eine Rotation abaimt, über die Mainstairs wieder hochkommt, dass man da halt das unterbinden kann, ne? Oder dass da halt die dementsprechende Vision ist. Stattdessen wurde da halt alleine reingespielt, keiner ist halt weiter da, covert das halt ab, verlieren die Kontrolle darüber, verlieren halt den Diffuser, dann bauen sie halt da wieder einzeln hin auf, und das war auf alle Fälle nicht zielführend gewesen. Somit haben wir das 1-1 gehabt. Vorhin haben wir gesehen, dass Navi arge Probleme hatte, da die Gunfight zu gewinnen und ein Basement. Und hier mal ganz kurz pausiert. Diese Statistik, die wir hier gerade sehen, kann ich, wie gesagt, nicht nachvollziehen, da sie keinen Sinn ergibt. Weil auf dieses Match kann sie nicht bezogen sein, weil wir haben Kaid-Ban jetzt, ne? Somit kann Kaid nicht null mal gebannt worden sein. Das muss sich dann auf vorläufige Matches natürlich beziehen und nicht auf die aktuellen. Dieses aktuelle, oder das aktuelle ist halt nicht mit einberechnet. Und selbst dann sind es eigentlich auch keine 35% bei Capitao, nämlich eher 39,3%. Bei Merrick sind es eigentlich 42,9%, weil der insgesamt 12-mal gebannt wurde und Capitao insgesamt 11-mal. Ne? Also da sieht man halt, dass da irgendwo die Statistiken von der ESL sehr komisch sind. Ihr könnt es selber nachschauen, indem ihr etwa bei meinem Kanal R6, besser gesagt, nee, Map-Stats eingibt, so rum. Ich werde das aber auch nochmal unter dem YouTube-Video verlinken, ne? Ich glaube, wir machen die Belichtung doch nochmal heller von der Cam. Ist das so besser jetzt mit der Kamera? Weil mir hat das gerade nicht gefallen. Das sah doch sehr nach Vampire-Style aus. Sehen wir hier, dass sie wieder doch sehr schnell in den First Floor reinspielen. Safe war da jetzt gerade bei Beat positioniert gewesen. Das haben wir ganz kurz hier gesehen. Weil wir haben jetzt nämlich auch mal einen Roamer. Vorhin haben sie ja nicht geroamt gehabt, ne? Jetzt entschließen sie sich dazu zu roamen. Warum ist jetzt meine ganze Leiste unten weg? Da ab, Mann. Wer da? Danke. Und zwar, ich will kurz das Positioning von ihnen zeigen. Die drohen so oben, wie gesagt, schön durch. Gucken, wo sind die Leute positioniert. Jetzt rennen wir rein. Und da sehen wir gerade genau vor der Hibana gerade den werten Switch, also Saves. Da hat man auch gerade kurz die Steps gehört von ihm. Also Red Goof müsste ihn tendenziell sogar gehört haben. Und das war hier, ich will euch das mal ganz kurz zeigen, wo er war. So, ganz kurzes Stück zurück nochmal, das ist wieder zu viel. Wir sehen jetzt nämlich gleich den Bug. So,
Buck steht jetzt bei Beard und wir sehen Saves, wenn du jetzt von Beard im Bar reingehst, ist so eine kleine Treppe und da rechts kann man sich hinlegen. Da sehen wir nämlich ganz unten bei der Munitionsanzahl sehen wir gerade Saves rumliegen. Das ist so ein ganz kleines Action, wo du dich halt reinlegen kannst. Und da muss man halt sagen, das war relativ schlecht gedroht von Chaos, ne? Dass man den halt da übersieht. Das sehen wir jetzt nämlich gleich da. Wie gesagt, liegt der jetzt gerade rechts von ihm. Er rennt jetzt durch. Jetzt haben sie sogar nochmal an ihm vorbeigedroht. Jetzt kommt sogar noch Schatte dazu. Also man hätte sogar die Möglichkeit, einen Zweikart zu ziehen. Ich will nochmal ganz kurz zeigen, dass ich hier vielleicht... Wenn man überlegt, er zerschießt jetzt die Default-Cam, zerschießt jetzt die Valkyrie-Cam und wie gesagt, jetzt links von der Treppe liegt Saves. Da sehen wir ihn. Also wir sehen jetzt halt ihn nicht direkt. Default-Cam, also man hat ihn komplett übersehen. Und jetzt wird erstmal Shutter zusammengeschossen. Wie gesagt, der Bug wurde halt leider nicht zusammengeschossen. Und dann kommt der Refrag immerhin zustande, ganz schnell. Also man hätte hier, wie gesagt, die Möglichkeit eines 2Ks gehabt. Eigentlich schade, dass das nicht geklappt hatte. Also da so dreist rumzuliegen, ist schon heavy. Also dafür musst du auch erstmal die Cojones haben und die Ruhe, weil du probierst ja das Beste aus dieser Position rauszuholen, ne? Jetzt heißt es natürlich wieder erstmal vertikal anspielen. Was ich auch hier anmerken möchte, wir haben keinen Mirabann. Und wir sehen von den Jungs, von Navi, dass wir einen Reinforce weggelassen hatten bei Church. Somit könnte man hier sogar mit Mira-Window spielen. Hätte man utilizen können. Wollte man halt nicht. Wir werden später nochmal einen Mira sehen auf alle Fälle. Und falls, wenn sie natürlich Memorial runterhüpfen, dass sich den C4 durchwerfen kann oder sie halt nochmal von Church aus pressuren kann, ne? Und Reynolds hat hier diesmal in diesem Match richtig gut funktioniert, möchte ich mal kurz anmerken. Wir haben jetzt da den Spieler rausgebankt. Haben jetzt die Blue Control. Sie haben zurzeit eine leichte Überzahlsituation, ne? Die probieren sie jetzt natürlich noch ein bisschen weiter auszubauen. Jetzt weiß man, dass der Castle bei der Double Box ist. Penix kommt auf einmal wieder, macht er den 2K. Da schön rausgenutzt den werten Herrn aus Dirt, denn bei Double Box und somit haben wir auf einmal wieder eine komplette Unterzahlsituation. Obwohl Penix gerade wunderschön den 2K gezogen hatte. Und Vito holt sich dann noch den letzten in Church, weil das war halt gecallt. Das lag gerade daran, dass die halt jetzt Mainstairs runterrotiert sind, ne, in Short rein. Und da konnte Penix gerade einfach den 2K ziehen, weil man ja mit einer offenen Wand gespielt hatte, ne. Also man sieht, dass man doch hier probiert, sehr aggressiv auch mal mit Roam zu spielen, was man halt meistens eher selten in dieser Art und Weise sieht. Dass man da auch durchgekommen ist, dass der Witcher da mindestens einen Spieler holen konnte und auch noch die Möglichkeit hatte, fast die Mana umzunuken, war halt schon bösartig, ne? Es ist so, man könnte ja fast sagen, ist der Adam-Style, weil Adam ist ja das hinten ins Deutsch, wenn du dich unter den Regal legst, ne? Bloß das ist jetzt halt der Witcher-Safe-Style war das gerade, glaube ich, ne? Witcher war ja Saves gewesen. Sich da halt einfach bei der Stairs hinzulegen, bei Bar. Könnt ihr mal ein Ranked ausprobieren, vielleicht funktioniert's ja. Window barricaded. Jetzt sehen wir erstmal Jim und Master. Wir haben jetzt also Basement durch, wir haben Cash durch und wir haben Master durch. Und Chaos hat davon zwei
von den drei gespielten Runden gewonnen. Was jetzt hier relativ gut ist, wenn man halt der Active spielt, damit der Balcony halt nicht aufgeht. Stattdessen haben wir jetzt Nilo, der halt dann wahrscheinlich lieber versucht, erstmal CC zu halten, damit sie deinen CC-Breach nicht durchbekommen. Das geht hier auch relativ fix gerade. Zwei Leute dezimiert, zwei Leute auf der Gegnerseite dezimiert, ne? Somit haben wir jetzt CC schon mal aufgebreached gehabt. Die Sache ist halt natürlich, ich bin immer Fan davon, wenn man eigentlich es versucht, so lange wie möglich den Balcony Breach zu halten, dass man da halt nicht durchkommt, dass man die Wand nicht aufbekommt. Jetzt rotieren sie schon mal raus aus der Area. Area ist jetzt also verloren gegangen, das ist relativ fix natürlich. Jetzt haben wir halt einen an der Office Hedge, wir haben einen bei Construction und wir haben einen von den Windows. Also wir haben uns relativ gut um den Spot hin positioniert. Manchmal ist die Qualität vom Teamfeed ein bisschen kaki. Jetzt sehen wir ein bisschen das kleine Verhängnis. Dadurch, dass wir natürlich nicht die Kontrolle über den Breach bekommen haben, können wir vorne noch mit den Hallway mitbespielen. Das sehen wir an dieser Stelle. Das war zu weit. Das sehen wir hier gerade. Einer ist direkt an den Mainstairs und einer ist auf den Hallway vor Jim. Das könntest du halt regulär, dieses Standing Denied, in dem du natürlich vorher den Breach aufmachst bei Balcony, ne? Somit kompensierst du die Leute noch mehr auf den Spot zu sein. Oder halt bei der Mainstairs zu sein, was du halt auch gut abheben kannst. Ich kann ja nochmal kurz das Standing zeigen, besser auf der Map von beiden. Also wir haben jetzt einen hier und einen hier. Der, der jetzt hier positioniert ist bei den Mainstairs, hält halt den bei Office. Der jetzt auf dem Hallway bei Jim ist, passt halt auf, dass nicht einer in Jim reinkommt. Wenn jetzt natürlich die Wall breached, kannst du im Regulärfall hier nicht mehr dich positionieren, musst dann etwa hier hin oder musst halt auf den Spot rotieren und dich dann hier irgendwo hin positionieren. Deswegen haben wir hier ein Schild, wäre halt hier das Standing möglich oder halt ein Schauer, ne? Weil mir da gerade noch auffällt, da haben wir nämlich noch die Käse war. Das werden wir nämlich gleich sehen. Jetzt ist nämlich das passiert. Man hört da, wenn da einer reingeht und man puncht ja die Käse Wall an. Da gehst du ja halt mal hin, haust da ein bisschen rauf, damit du später nur noch einen Schlag hast, damit du denn reingehen kannst und den Kill holst. Das hat man gerade gemacht gerade, hat also gut funktioniert. Man hat dann aber auch gleich im Nachhinein wieder auf die 2-2-Situation runtergebrochen. Und da war jetzt natürlich das Doofe, dass man eine Rotation gerade einen Schauer hatte. Macht man ja öfters mal und somit konnte einer unten rumspielen. Das sehen wir nämlich auch gerade hier kurz. Eventuell unten nochmal den Plant hinein, ne? Dass man da vielleicht mit der Schrobflinte in die Positions reinbankt, sofern da irgendwo Intel ist. Oder man halt dementsprechend eine Ansage bekommt, wo der Gegner ist. Das sehen wir nämlich ganz kurz hier unten. Ich muss es mal zeigen. Da unten sehen wir ganz kurz in der Bar den zweiten verbliebenen Spieler. Aber Panix hat das ganze Ding ja eh nochmal super runtergeregelt. Schöne Rotation von den Hallway rein in Schauer. Konnte damit halt den Plant hinein. Und zwar jetzt. Dann probiert man ihn natürlich zu pieken.
um die Area-Kontrolle komplett an sich zu reißen und verliert auch da den Gunfight, weil Panix ihn einfach wegpistelt. Panix sowieso an diesem Tag ein sehr starkes Match gespielt. Man kann sich wohl sicher sein, dass die Jungs im Nachhinein noch eine Reinforce hatten. Würden die Leute jetzt nämlich über Balcony spielen, würde da jemand anfangen, wahrscheinlich Schauer zu reinforcen, ne? Damit man ja auch nicht Schauer komplett verliert. Also viele machen es halt so, dass sie am Anfang mit einer Rotation drin spielen. Wenn es danach aussieht, okay, wir können den Balcony Breach nicht verhindern, rotieren wir rein in Schauer, ziehen dann Reinforce hoch, damit sie halt nicht einfach so einfach Schauerkontrolle kriegen. Ne? Das hat hier aber, wie gesagt, nicht geklappt. Oder besser gesagt, man hat nicht auf Balcony Breach gespielt gehabt. Hätte man einen Regulärfall, wie gesagt, auch tun können. Hat man leider nicht getan. Somit wäre das dann wahrscheinlich ein bisschen einfacher vonstatten gegangen. Auch hier möchte ich nochmal anmerken, wir sehen ja hier gerade die Statistiken, die eingeblendet werden. Ihr könnt euch ja meine Statistiken, die ich gemacht habe, anschauen. Barstock wurde angeblich hier einmal gespielt. Das weiß ich nicht, wo diese Information herkommt. Das könnte tendenziell sein. Barstock wurde mal bei den Six Invitations gespielt. Wenn ich mich gerade recht entsinne. Aber dann ist es halt eigentlich dumm, dass das hier mit einbezogen wird. Weil erstens ist das jetzt schon ein paar Monate her bald. Und zweitens bin ich halt immer der Meinung, man sollte angeben, auf was beruhen diese Informationen sind. Hier sehen wir halt, dass das wohl so ist, dass 46% für die Attack sind und 54% für die Defense. Wie gesagt, laut dem, was ich aufgezeichnet habe, was sich natürlich nur auf die Pro League bezieht, ist es 51,7% für die Attack auf 74 Runden. Und denn für die Defense sind es 48,3% mit 69 Runden. Ne? Vorhin Navi das Ding noch so gewonnen gehabt gerade, weil halt Panix einen wunderschönen Backflank hingelegt hatte, über die Mainstairs hoch, konnte da den Carrier holen, hat den Diffuser geledert gehabt und dann hat natürlich Chaos leider nur einzeln hin gegen ihn aufgebaut. Mal schauen, ob dieser Fauxpas normal passieren kann, damit Panix oder wer auch immer da normal einfach den Aufbau über Construction hinein kann. Wir sehen jetzt auch hier Reinforcements, die wir jetzt gerade reingesetzt haben, von Office hin zu Construction. Also, geh mal kurz hoch, hier, an dieser Wand. Weil in letzter Zeit viele Teams natürlich hier, wie gesagt, über reingehen, über Balcony, über die Hedge und dann diese Wand hier aufballern, damit du von hier aus nochmal natürlich die Kontrolle über Construction hast. Plus halt kannst du hier ein bisschen rein eng gehen und die Tür abaimen von Cash, ne? Das willst du halt hinein, daher da zwei Reinforcements. Somit haben wir denn keine Reinforcements hier. Wir haben hier zwei, macht alleine schon mal 4, 6. Dann haben wir hier unten nochmal 2, sind 8. Und ich glaube, hier hat man die letzten 10 Wände hingezogen. Bin jetzt auch nicht ganz sicher, werden wir wahrscheinlich gleich nochmal sehen. Somit sind alle Reinforcements weg, ne? Okay, also wahrscheinlich, wir haben jetzt noch hier sogar die Single Reinforce und hier, dann haben wir unten die zwei Reinforces nicht gesetzt. Wissen wir jetzt Bescheid, also war die Reinforce-Verteilung wie folgt. 2, 2, 2, 2, hier die 2, hier 2, eine hier und eine hier. Somit sind alle 10 Reinforcements gesetzt worden. Hier probiert man wieder den Breach zu setzen. Klappt dieses Mal nicht so souverän wie in Runde 2. Da hat man ja sehr einfach den Breach reinbekommen. Jetzt probiert man nach unten hin aufzubauen. Man kann ja jetzt natürlich mit der Sophia von unten breachen, von Launch aus oder jetzt auch von Stock. Muss ja halt nur direkt vertikal nach oben ballern. Und somit könntest du dann den Bandit rausnehmen, damit du dann den Breach durchbekommst.
Und das hat man ganz schön gemacht. Der Termite liegt halt an. Und die Sophia Concussion von unten. Nur leider war das Timing-Technik denn nicht ganz on point. Jäger gerade nochmal einen schönen Flank gemacht von der Seite von Garage aus. Konnte denn die Sophia raus. Und das ist halt diese Problematik. Ich zeig mal ganz kurz nochmal. Weil wenn wir jetzt so unten reingehen, über Stock oder direkt bei Launch kommen, hast du die Problematik, dass hier einfach hier einer stehen kann, wenn du in Launch bist, ne, an den Blue Stairs. Dass hier einer kommt, kann, oder du kannst von hier aus natürlich durchbangen in Launch, ne. Und es kann auch einer in Stock sein. Ist ja auch eine Möglichkeit. Daher ist es immer sehr problematisch, da halt unten reinzugehen, von unten vertikal anzuspielen. Da bräuchtest du halt schon ein reguläres Cover-Up bei, damit du da nicht einfach so easy peasy weggezogen wirst, wie es gerade der Sophia passiert ist, ne. Wie gesagt, jetzt wollen sie den Breach reinsetzen von Construction hin zu Cash. Danke für die Follows. Arian und Niklas. Jetzt kommt natürlich die Impact wieder zur Geltung. Deswegen macht man es im Regulärfall so, dass du hingehst und die Wand mit Bug aufballerst, damit du denn in der Reinforce oder direkt auf der Reinforce deine Utility placen kannst, wie die Thermite Charge oder halt die X-Kairos, damit du dann den Breach durchbekommst. Und dann kannst du gerne oben gegen impacten. Dadurch, dass du die weiter reingesetzt hast, dient denn die Wand dafür als Deckung ein bisschen, ne? Der wollte ja jetzt wieder Panics ein bisschen Stress machen, aber dieses Mal von unten. Weil wir haben ja. Ich pausiere immer mal ganz kurz, um euch das ein bisschen zu verdeutlichen. Wir haben ja hier eine Hedge. Die seht ihr hier. Gerade nicht eingezeichnet, aber hier ist die Hedge, ne? Früher war das eigentlich immer ein bisschen eingezeichnet, wo ungefähr die Hedges sich befinden, so wie hier, wie die Roof Hedge. Und somit kannst du natürlich unten bei Stage stehen und natürlich hochpressern, um den Breach zu denyen hier, ne? Was hier gerade ein bisschen unschön ist, ist jetzt, ich muss mal ganz kurz zurück. Wir haben jetzt eine 4-4-Situation. Wie gesagt, unten holt man jetzt die Panics raus. Somit haben wir eine 4-3-Situation. Wir haben jetzt den Breach durchbekommen. Und jetzt piekt auf einmal Navi zu aggressiv halt rein. Und damit haben wir aus einer 4-4-Situation eine 4-2, denn jetzt eine 3-2-Situation. Da piekt man wieder, holt man den nächsten. Jetzt sind sie halt durchgepusht. Somit auf einmal eine Unterzahlsituation. Sie können jetzt auf Plant spielen. Da sieht man halt schön immerhin nochmal die Vision da. Dass hier Safe sich nicht durchgesetzt hat, fand ich echt erstaunlich. Plant durch. Kriegt den Key nicht. Und wird jetzt halt rausgenommen. Ja. Also da muss ich halt leider sagen, da war mir doch im Nachhinein Navi ein bisschen zu aggressiv gewesen. Weil man hätte doch da schon besser gegenhalten können, indem man das halt einfach nochmal dodged im Nachhinein, ne? Hier doch zu aggressiv reingepiekt, danach dann auf einmal sehr schnell die Area verloren. Und somit dann doch, obwohl man hier Startschwierigkeiten hatte, Chaos dann nochmal das ganze Ding verwandelt, ne? Müssen sie ja in der Unterzahl gegenschießen? Nein, müssen sie nicht.
defenders. Protect your bombs from being defused by attackers. Ja, wir spielen jetzt nochmal unten Basement. Wir haben vorhin gesehen mit einem schönen Roam vom Witsche. Wir haben wieder Witsche dabei, ne? Mal gucken, ob er es normal schafft. Das werden wir ja dann sehen. Vorhin hat man sich, wie gesagt, bei Bea hin zu Bar versteckt an den Stairs. Basement ging jetzt bisher zweimal in eine Attack an Chaos. Da man sich doch im Nachhinein, sobald es denn darauf ankam, da bestimmte Enge zu halten, bestimmte Positioning zu halten, damit die Leute natürlich nicht runterspielen können, da nicht durchsetzen konnte zur Zeit, ne? Hennix wirft genau mal exakt die gleiche Cam wie vorhin. Weiß halt nicht, die wurde vorhin sehr schnell rausgenommen, ob das so zielführend ist. Saves dann einfach gerade mal kurz ein bisschen Pressure gemacht. Und jetzt mal gucken, wo er sich diesmal hin versteckt. Weiß er noch nicht. Und wir spielen auch diesmal mit einem Roamer-Setup von mindestens zwei Personen. Zwei oben Master. Wir haben ja in letzter Zeit gesehen, ich pausiere mal ganz kurz, dass man ja immer gerne mal in letzter Zeit ein bisschen Master spielt. Und jetzt passiert hier Folgendes. Da die Jungs gesehen haben, dass sie mit einem Castle spielen, gibt es zwei Möglichkeiten, wie man Castle spielt. Etwa du hältst oben Bar mit Castle, machst halt eine Castle Wall hin zu Lobby, machst eine Castle Wall hin zu Billard und castelst dann halt noch irgendwas anderes, was du zu haben willst. Und bespielst dann halt erstmal oben Master mit, damit du dich dann von oben Master runterfallen lassen kannst im Bar. Zwingst damit meistens dann die Leute natürlich nach oben hin aufzubauen. Ich mach mal die Map auf. Dass die natürlich dann erstmal oben reinspielen, du dich hier festsetzt, sie dann oben gegen dich anspielen müssen, du dich in der Zeit dann runterdroppen lässt über die zwei Hedges, die hier gibt, um dann halt wieder hier zu sein, um dann von da aus wieder Memorial runterdroppen zu können. Wenn du das halt weißt, dass der Gegner ungefähr sowas spielt, könntest du eventuell einen schnellen Push initiieren runter in die Area und das, wie wir gerade sehen, probiert auch Chaos. Man baut jetzt auf, dass man halt über Stock reingeht, über die Blue Hedge und man kommt über Construction und spielt dann natürlich auf Armory auf, damit man von hier kommt, um unten die Area zu pushen. Dilo immer einer schnell erkannt, wurde dann aber rausgefrackt von Leuten, die halt von dort kommen, ne? Jetzt heißt es natürlich für die Leute, die jetzt oben positioniert waren, schnell runter rotieren. Können jetzt halt gut gegenfraggen normal auf alle Fälle, weil sie sehr schnell runterrotiert sind, ne? Und somit ist der Push jetzt gerade ein bisschen in die Hose gegangen. Wir haben jetzt eine 3-1-Situation gehabt, jetzt eine 2-1-Situation. Ich hatte hier nochmal schöne Witsche rausgenommen. Und jetzt ist halt die Problematik, dass wir das halt so schnell runtergebrochen haben, auf eine 2-1-Situation, dass Shut einfach sehr, sehr viel Zeit hat, ne? Jetzt heißt es dementsprechend einfach so lange wie möglich die Gunfights dodgen, dass halt Schatten nicht nach und nach gegen uns aufspielen kann, dass er nicht die Möglichkeit hat, mit der Zeit jetzt in seinen Rücken nochmal den Plant anzubringen und die Leute einzeln rauszudienen. Ne? Müsste man halt natürlich gucken, wo ist der letzte Gegner? Das wissen sie ja im Regulärfall. Bei der Hedge, bei der Bombe, bei Armory. Jetzt müssen wir uns dementsprechend aufbauen, ne? Und das ist zum Beispiel was hätte der Shut meines Erachtens gar nicht gewinnen dürfen. Er auf Close Range gegen A2G, gegen einen Spieler mit einem Holo, ist eigentlich eher so ein Ding, was der Spieler mit Holo gewinnen müsste, ne? Mal wenn er auch vorher die Steps hört. Und hier sehen wir jetzt halt auch das Problem, ne? Wir haben jetzt ein, zwar in Church hinten drinne und einen in Armory und somit ist halt leider kein Cover abgeboten. Oder halt die Möglichkeit, gleich im Refrag anzubringen, ne? Jetzt hat er sich auch den Diffuser wieder geholt und kann jetzt halt auf Plan spielen. Das ist halt das, was er unbedingt machen musste, ne? Sich das Teil holen, weil jetzt ist halt natürlich die Sache, jetzt kann er die Leute zu sich locken, weil die müssen ja jetzt zu ihm kommen. Weil sonst geht er halt auf Plan und dann danach die Area wieder zu holen, wird ein bisschen komplizierter, ne? Und kann dann hier auch außerdem eine 3-1-Situation gewinnen, weil halt Navi da leider einzeln gegen ihn anspielt.
Man muss auch, wie gesagt, sagen, dass es von Positioning her für die Valkyrie relativ problematisch war. Man hätte da eigentlich vielleicht als Mute gucken müssen, dass man irgendwie im Blue reinkommt oder auf dem Hallway, weil wir haben ja direkt vor ihm jetzt gerade diese Wand, ne? Das ist ja eine Corner, wo du dich halt reinstellen kannst. Aber da ja Shutter die ganze Zeit immer wieder Richtung Church guckt, immer Richtung wieder Blue guckt, ist halt es sehr problematisch, da jetzt irgendwie unentdeckt durchzurotieren, damit man sein Mate supporten kann, ne? Und somit auf alle Fälle im Nachhinein dann nochmal knapper Win hier für Chaos. Gut geredet, dass sehr viele Leute oben sich positioniert haben, da halt unten schnell reingepusht, aber auch Navi sehr schnell darauf reagiert, dass sie unten reinpushen und schnell runterrotiert über Blue hin, die Leute wieder dezimiert gehabt. Das war halt sehr schön anzuschauen, bloß denn im Nachhinein war wirklich das Positioning leider der Fehler gewesen, dass man sich halt einfach nicht supporten konnte, ne? Valkyrie hätte vielleicht auch versuchen können, mal wegzurennen, damit man sich vielleicht anderswo wieder zusammenfinden kann, um dann versuchen könnte, da gegen Shutter vorzugehen. Aber Shutter einfach gerade positioning-mäßig einfach klar im Vorteil gewesen. Aber das war halt schon ein schöner Klatsch von den werten Herren. Es erinnert mich so an ehemalige Endswipes, wo er halt, wenn er selber Defense war, da unten locker mal immer drei Leute dezimiert hatte. Und somit 4-2 ist der Rule Swap. Relativ solide. Ich habe ja angemerkt, dass zurzeit Clubhouse eine Tendenz hat mit 51,7% eher für die Attack. Das sind 74 Runden gegen 69 Runden, was 48,3% ergibt. Also es ist nur ein Hauch, aber dieser Hauch bestätigt sie hier gerade sich ein bisschen. Jetzt natürlich Navi in der Attack und mal gucken, was Navi daraus machen kann. Hier sehen wir ungefähr das gleiche, was jetzt zum Beispiel die Jungs vorhin auch gespielt hatten, ne? Dass wir halt oben die Area mithalten, bloß dass wir uns hier nicht wie viele Leute es damals getan haben auf Cash und CC beschränken, nämlich eher auf Master, Construction und dass wir das oben mithalten wollen, weil wir damit die Leute forcen möchten, natürlich oben hin aufzubauen, den Breach zu setzen, nämlich an der Balcony Wall, also hier, damit halt schon eine Breaching Charge weniger haben, um Leute oben rauszutreiben. Und wir lassen uns dann in der Zeit wieder runterfallen, bis wieder runter zum Basement hin, ne? Viele Teams spielen es auch so, dass sie oben eigentlich gar nicht mitbespielen. Nämlich eher das so machen, da nur oben aufbauen, ein bisschen Utility hinlegen und unten rumsitzen. Und wenn du da halt trotzdem Mute-Jammer hast, weißt du halt nicht, ob die Area oben clear ist, ob ich da einfach reinspielen kann. Und somit musst du dann trotzdem oben reindrohnen oder oben hin komplett aufbauen, ne? Da wurde halt schon der gute Roma Shuttle rausgenommen. Jetzt haben wir den Mozzie verloren, der vorher immerhin nochmal einen wichtigen Opening-Frag machen konnte gegen Chaos über. Nämlich man hat jetzt Bug rausgenommen und vertikales Gameplay wird in letzter Zeit sehr groß geschrieben bei Clubhouse, ne? Und da sehen wir genau das, was ich meine. Jetzt muss man erstmal oben die Bunker knacken, utilize da halt eine Thatcher und eine Thermit-Charge, um da oben die Wand aufzukriegen. Aber wie wir auch sehen, ist Chaos überhaupt nicht geneigt, dementsprechend den Spot oben aufzugeben. Wir haben ja vorhin gesehen, was die Jungs selber gemacht haben, ne? Chaos, wo die das gesehen haben, dass die halt oben mithalten, haben dann lieber einen ganz schnellen Push runtergespielt. Hätte man hier auch machen können. Stattdessen spielt natürlich Navi direkt dementsprechend auf die Defense auf, dass die oben die Kontrolle nehmen wollen, die Leute rausbamsen, um dann halt von da aus runterzuspielen, was ja auch nicht unbedingt deplatziert ist, weil du könntest ja oben die Kills farmen,
Und das mit einer Überzahl gegen weniger Leute anspielen, weil du ja natürlich nicht alle Leute oben positionierst. Wir haben ja gerade gesehen, das waren dann am Anfang drei gewesen. Jetzt ist nochmal gerade einer von Spot hoch rotiert. Das war, glaube ich, Mute gewesen. Und jetzt haben wir da zwei Leute gegen drei, ne? Jetzt muss man halt natürlich dementsprechend ordentlich reindrohen, die Engel haben, um denn halt die Leute da in bestimmte Rotation zu bringen, ne? Und bums, ist das ganze Ding auf einmal genau leider in die andere Richtung umgeschlagen. Wir sind jetzt halt runter rotiert. Wir haben jetzt einen über uns und einen unter uns. Und da entschließt man sich halt lieber komplett runter zu spielen. Und jetzt ist natürlich das Problem, wir haben jetzt unten den Smoke, ne, der mir halt natürlich die Entries wegsmokt. Somit ist jetzt auch mal Mate runter rotiert, also hat jetzt jeder dementsprechend einen Spot, den er halten kann. Der eine hält Church vom Blue aus, der andere hält Armory und kann damit auch nochmal die Memorial-Wand halten. Also das ist vom Positioning her gerade sehr gut, ne? Jeder kann den jeweils anderen ein bisschen supporten. Und bums, haben hier Chaos die Runde gewonnen mit einer sehr guten Support-Strat, nenne ich es jetzt mal, dass man halt immer noch mal nach oben verschiebt, da wieder probiert, den Leuten die Möglichkeit zu geben, da oben gegen sie anzuspielen, dann wieder runter zu rotieren, sich on-site festzusetzen, mit einer Überzahlsituation, mit einem guten Support-Gameplay dann im Nachhinein, ne, dass jeder den jeweils anderen supporten kann, liegt halt an dem Positioning, und bums, können wir das Ding nochmal easy gewinnen. War eine schöne Runde hier auf alle Fälle. Wie gesagt, Navi hätte das auch so machen können, dass man einfach versucht, ganz schnell gegen den Spot unten anzuspielen. Haben sich dazu aber entschlossen, oben erstmal reinzuspielen. Protect your bombs from being defused by attackers. Jetzt sehen wir Jim. Jim ist zurzeit meistens so, dass da es doch sehr ausgeglichen ist, also 50-50, jeweils 14 Attacks und 14 Defense-Runden wurden auf diesen Spot gewonnen. Was meines Erachtens immer sehr viel damit zu tun hat, ob wir die Balcony-Wand aufkriegen oder nicht, ne? Und auch hier sehen wir dieses Standardprozedere. Wir halten natürlich wieder hinten Cash mit. Wir halten CC, damit sie es schwerer haben, von da aus auf Construction hin zu Master zu kommen, ne? Das ging jetzt auch relativ flott, ne? Schnell den Breach reingesetzt, schnell rumrotiert. Und jetzt wollen sie halt, wie ich ja schon angemerkt hatte, das tun, wovon ich halt immer Fan bin, Balcony aufbreachen, damit sie auf den Horror nicht spielen können. Weil wir ja gerade sehen, da sind ja gerade drei Gestalten gewesen, ne? Jetzt probieren sie erstmal das ADS zu denyen, um dann im Nachhinein das Schild oder den Spieler halt concussion zu können. Und damit geht auch der Balcony Breach auf. Sehr schön gemacht.
Also bisher hier muss man wirklich sagen, eigentlich alles sehr gut von den Jungs von Navi. Außer, dass wir natürlich jetzt hinten immer noch ein paar Leutchen zu sitzen haben und Frack-mäßig uns auch keinen Vorteil erarbeitet hatten, ne? Hier kann die ganze Zeit immer wieder mal einer an CC reinkommen. Das willst du eigentlich eher vermeiden. Aber jetzt kommen halt auch die Fracks langsam zustande, ne? Und das hier ist gerade echt geil, was halt das Refrack-Potenzial betrifft von beiden Teams. Aber jetzt haben wir halt die 2-1-Situation. Der eine ist halt injured in Office. Links bei den Table gerade. Und der andere probiert jetzt natürlich über Mainstairs wieder hin aufzubauen. Lamp wird jetzt in Gym angebracht. Da hat man auch die Steps gehört und bums hat sich das ganze Ding erledigt. Weil über die Mainstairs wieder hochzuspielen bei einem offenen Breach, wenn die Leute schon on-site gepusht sind, ist dann halt eher nicht mehr so groß machbar, ne? Und somit Navi hier wirklich eine sehr gute Runde runtergespielt, schnell CC Breach gemacht, dann den Balcony Breach, somit halt die Kontrolle über Mainstairs, über den Hover, über Jim gegeben und dann halt die Leute rausgeballert aus ihrem Leben, ne? Somit, umso mehr Vision du halt natürlich auf den Spot bringen kannst, umso kleiner wird das Positioning, wo du von aus noch irgendwas abaimen kannst, ohne natürlich da dementsprechend rausgezogen zu werden, ne? Und das hat Navi halt einfach alles sehr gut gemacht gehabt, hat das Positioning immer weiter beschränkt und konnte darauf dann basierend natürlich die Kills ziehen. Chaos jetzt wieder mit einer Anpassung. Wir sehen jetzt nämlich ein Mira-Window in Shower. Ich habe es ja schon erläutert gehabt. Dieses Mira-Window, was wir hier jetzt sehen, hat auch letztes Mal Vitality gespielt gehabt. Bloß nur mit einer Person drinne. Also besser gesagt, nur mit einem Mira-Window, weil er das zweite Mira-Window in Construction hin zu Cash gesetzt hatte. Dieses Mira-Window in Shower kann man aber aushebeln, indem man halt bei Bar im First Floor hier hingeht. Ich muss mal kurz ein bisschen weiter hier, so rum. Und dann kannst du von unten den Boden aufbängen. Kannst diesen ganzen Bereich hier aufmachen. Der andere Bereich ist fester Boden, aber du hast trotzdem ganz normalen Engel nach oben hin. Du kannst also das Mira-Win und das Mira-Win, was wir gleich sehen, beide easy denyen und halt auch die Leute drin in Schauer rausschießen. Das geht halt alles. Mal gucken, ob sie es machen, das werden wir ja gleich sehen. Ich möchte nur anmerken, dass das hier eigentlich kein Thema ist, hier die Spieler rauszuholen, da es kein richtiger Bunker-Spot ist, weil du den halt, wie gesagt, vertikal anspielen kannst. Also genau da, wo Vito jetzt gerade steht und Reinforce, kannst du halt komplett den Boden aufreißen. Hier ist es jetzt halt ganz wichtig natürlich, der werte Herr bräuchte ein paar ADSs, dass wenn sie halt den Balcony aufmachen, was wir vorhin gesehen haben, was sehr gut vonstatten geht, dass er da nicht rausgenäht werden kann, ne? Wie gesagt, hier fehlt jetzt halt noch ein ADS drin, weil wir gleich sehen, dass sie mit einem Double Mira Window spielen, wo natürlich das eine aufgemacht wird, ne? Und wenn du natürlich dieses eine Window offen hast, heißt es natürlich, da können wir auch was rein utilizen, wie Granaten, Flashes oder etc. Dementsprechend bräuchtest du halt dafür ein ADS, um das zu denyen, damit du dann halt die ganze Zeit da weiterhin active spielen kannst dahinter, ne? Und was jetzt hier gar nicht so schlecht gemacht wird, ist von den Jungs, dass jetzt der Thatcher erstmal oben gleich aufs Roof rauf geht und von oben einmal Thatchert, um damit das ADS rausnehmen zu können, ne? Sofern halt sich in Shower 1 befinden sollte. Das sehen wir nämlich jetzt kurz rauf. Es wird kurz nachgedroht. Da Thatchert jetzt halt gerade hin, um das ADS, wie gesagt, von oben weg Thatchern zu können. Und somit ist denn halt jetzt die Möglichkeit gegeben, da natürlich jetzt rein zu flashen, rein zu naden und etc., ne? Schade, dass er damit den C4-Kill nicht durchgekommen ist.
Aber ich meine, das hat gerade geklappt mit den Active-Spielen. Und jetzt, wie gesagt, Concussion sind da rein, Naden da halt rein. Und pushen dann auch nochmal zum richtigen Moment. Nämlich genau denn, wenn er damit beschäftigt ist, die X-Kairos abzuwehren. Das haben sie, wie gesagt, timing-technisch gerade sehr gut gelöst. Das hat bei Empire letztes Mal nicht so souverän geklappt. Schöner Kill hier. Schöner Refrag. Und somit sehen wir jetzt Überzahlsituationen erstmal wieder gegeben, gerade für Navi. Jetzt probieren sie sich die Kontrolle über Office zu holen. Haben jetzt, wie gesagt, die Kontrolle über Shower. Da ist jetzt nämlich Panix mittlerweile drin. Jetzt hat man den Spieler auch noch rausgenommen in Master. Und jetzt heißt es eigentlich, könnten wir tendenziell auf Plant spielen. Letzter Spieler ist bekannt. Loki bringt den Plant an. Und bums, wird der letzte Spieler natürlich, weil er probiert, den Plant zu denyen, dabei einfach weggemacht. Also muss halt sagen, dass das hier wirklich gerade sehr gut ausgespielt war von den Jungs von Navi. Wie gesagt, sie haben schön jetzt Schauer geknackt gehabt. Leider nicht mit vertikalen Gameplay. Wie gesagt, man kann hier komplett vertikal reinspielen. Sieht man nur leider zu selten. Ist halt auch dem geschuldet natürlich, wenn du jetzt hier unten vertikal reingehst, hast du die Möglichkeit, vom Mainstairs ausgepushert zu werden. Was ist, wenn einer hinten auf einmal Stock-Lobby kommt, ne? Kann ich halt wegziehen. Da sind halt schon sehr viele Möglichkeiten, um den Spieler, der unten vertikal anspielt, rauszunehmen, ne? Daher werden wir das wahrscheinlich niemals in irgendeinem Match sehen. Aber die Möglichkeit ist halt gegeben. Und damit muss man auch sagen, wenn man das ordentlich aufbaut, dann kriegt man da wahrscheinlich auch sehr einfach den Spieler und Schauer unter Kontrolle und auch raus, ne? Dann ist der Arbeitsaufwand wahrscheinlich auch ein bisschen niedriger, was halt die Utility betrifft, die ich dafür aufwenden muss. Aber alles schön gemacht, wieder schön Kontrolle reingebracht mit einem Breach, danach schöne Mira-Spieler rausgenommen in Schauer, also wirklich sehr souverän. Da kann ich euch nur nochmal das Match Vitality gegen Empire ans Herz legen. Das war letzte Woche gewesen auf Clubhouse. Da hat Vitality mit 7-2 gewonnen. Da könnt ihr euch das mal angucken, wie Empire da halt das Mira-Window anguckt zu dritt und sie da gar keine Chance hatten. Ist auf alle Fälle empfehlenswert. Findet ihr unter R6PL Talk. Da ist meine Playliste. Einfach mal reinschauen, ne? Ich habe mein Handy noch gar nicht hier.
Jetzt sehen wir hier eher so einen typischen Default, ne? Wir sitzen jetzt halt unten rum in der Defense und warten einfach, dass die Jungs gegen uns aufbauen. Girls, also somit mehrere Varianten, wie man das Ding dann halt ausspielen kann. Einmal natürlich oben mit ein Entry holt und jetzt dementsprechend eher klassisch, dass man unten einfach rumschillt, ne? Und da heißt es natürlich im Regulärfall zu versuchen, so lange wie möglich zu vermeiden, rausgefrackt zu werden aus bestimmten Positionings, damit du halt einfach den Spielern, den Attackern nicht die Möglichkeit gibst, irgendwo aufspielen zu können, ne? Panic sie immerhin schon mal gefallen, was gar nicht so schlecht ist, ne? Vertikales Gameplay auf Basement ist halt immer ausschlaggebend dafür, nach und nach die Kontrolle über Armory zu kriegen. Wookie jetzt immerhin nochmal schnell zwei Leute rausgeschossen. Zwei wichtige Impact-Kills. Aber entschließt sich jetzt halt einfach runter zu droppen und wird dabei natürlich rausgenommen. Und jetzt müssen dann natürlich unten durchpushen. Probieren von Druck von mehreren Seiten auf den Spot zu bringen. Aber da konnte man sich im Nachhinein nicht durchsetzen. Reload nochmal schnell mit einem 2K. Und das ist halt immer das Problem, ne? Dass du halt an Anfang jetzt hier sehr arge Probleme hast, da die Kills zu setzen, weil man doch meistens sehr passiv spielt und dann die Leute eigentlich nur dabei challenge, wenn sie halt probieren runterzuspielen, ne? Was wir jetzt gerade gesehen hatten, auch wenn natürlich Na'Vi da gerade nochmal gute Kills gekriegt hat, da den Chaos doch ein bisschen zu aggressiv halt reingepinkt hat. Man hat ja gesehen, sobald halt jemand die Hedge runterdroppt und du halt hinten einen bei Tunnel, bei Arkas hast, bist du eigentlich des Todes. Dadurch musst du dich eigentlich nicht bemühen, da die ganze Zeit aggressiv halt hochzupieken. Ne? Attackers need to locate and defuse bombs. Jetzt sehen wir, dass die Jungs natürlich Cash CC spielen, weil sie haben jetzt gerade unten Basement gewonnen. Und da wir ja vorhin gesehen haben, dass ja die Jungs doch scheinbar gar nicht so schlecht sind, ordentlich reinbreachen, werden wir jetzt wahrscheinlich sehen, dass eventuell die CC-Wall ohne Probleme aufgeht bei Na'Vi. Sie dann rumrotieren, dennoch versuchen Construction aufzumachen, damit sie dann halt den Spot oben schön zusammenfalten können. Weil wenn du natürlich jetzt die Wand aufmachst und die Wand aufmachst, hast du hier die Vision, hast du hier die Vision, kannst so gucken, kannst hier ein bisschen reingucken natürlich, so rum, ne? Und somit kannst du die Leute eigentlich on-site gut zusammenfalten. Da ist natürlich dann die Problematik hier und hier gegeben. Bei den Spieler kriegst du meistens nicht so einfach raus, weil du hast ja hier meistens eine Single Reinforce. Somit kannst du hier immer nochmal safe stehen und natürlich auch den Entry dann hier halten, den über Construction, und du hältst dann natürlich von den Red Stairs den Entry von CC, und das ist dann halt immer ein bisschen diese Problematik. Deswegen hofft man eigentlich, dass man so schnell wie möglich die Breaches durchbekommt, dass man dann einfach nur reinengeln kann, also ein Hold spielt, und dann hofft man, dass die Defender ein bisschen dämlich sind und da alle pieken bis zum geht nicht mehr und damit dann halt natürlich einen Überzahl erringen kann, ne?
Da probieren sie jetzt natürlich das ADS zu triggern, um dann halt von CC-Window aus da eventuell reinnehmen zu können. Jetzt haben sie schön wieder den Breach durchbekommen. Das ist ja das, was ich gerade meinte. Das kriegen sie wahrscheinlich gut hin. Jetzt aber Reynolds hier sehr aggressiv gegengepiekt, den Termite rausgenommen. Zum Glück spielen sie ja mit zwei Hardbreachern, also ist halt immer noch die Möglichkeit da, da zu versuchen, über Construction zu kommen und da den Construction Breach hin zu Cash zu machen, ne? Das haben sie gerade sehr schön gemacht gehabt, ne? Den unter Pressure gesetzt. Mit einer Concussion. Und den durchzupushen und da den Plant anzubringen. Obwohl, man muss halt anmerken, ich möchte das ganz kurz mal zeigen, nochmal. Dadurch, es ist ja jetzt ein Jäger unten, ne? Der kann aber nicht so viel machen, wie als wenn du da mal ein C4 hochwirfst. Also die Concussion jetzt rein, den bei Red Stairs. Wir haben die Garage Control dank Panics. Das ist jetzt nämlich das Ding, deswegen können wir auch reinpushen, weil du natürlich, wie ich ja gerade gezeigt hatte, von der Garage aus das hier halten kannst, ne? Diesen Bereich plus den Entry und natürlich auch nochmal hier gegenhalten kannst, wenn du möchtest. Das kannst du ja alles von dieser Position aus machen. Dadurch, dass Panics aber den Spieler rausgenommen hat in Garage, konnte man jetzt halt sich Garage Control holen und damit ist jetzt halt auch die Möglichkeit gegeben, da schnell hinter zu pushen und den Plant anzubringen. Also hier wirklich, ich zeige es auch nochmal kurz hier, wie sie positioniert sind. Vielleicht ist es ganz nett für die Leute, das zu sehen. Wir haben einen vorm Window, wir haben einen auf dem Catwalk, wir haben einen hier und einer, der plantet. Weil wir haben jetzt gerade die 4-5 Situation. Also auch bei einer Unterzeitsituation gehen sie jetzt gerade auf Plant, weil sie halt die dementsprechenden Engel für haben und das dementsprechende Positioning. Ne? Oder besser gesagt, sie haben jetzt den Jäger nicht unten rausgenommen, aber sie konnten halt den Jäger dazu vertreiben und somit halt die Kontrolle halt über Garage kriegen, verzeiht mir. Somit geht halt der Plant durch, weil wir halt einfach auch jeden Entry, den man jetzt wieder nehmen kann, um da eventuell den Plant zu denyen, einfach gerade abaimen, ne? Also das ist gerade vom Aufbau her echt gut. Wie gesagt, wir haben einen beim CC-Window, wir haben einen auf dem Catwalk bei Short, wir haben einen draußen beim Breach, der die Red Stairs hält, wir haben den, der hier hinhalten kann, hier hinhalten und wir haben den natürlich der nochmal hier plus auch nochmal hier. Somit haben wir fast immer irgendwo Leute, die mindestens zwei mal das gleiche abaimen können, wenn nicht sogar können alle das gleiche abaimen. Also der kann auf alle Fälle mit hier halten, wenn einer jetzt kommt. Der kann die Red Stairs halten, der von Catwalk kann die Red Stairs halten, der von Catwalk kann zu Cash halten, der von CC kann zu Cash hinhalten und du hast noch hier einen leichten Engel nochmal zu Cash hin. Also wirklich gut hingestellt, gerade vom Positioning, sehr schön. Jetzt haben wir halt immer noch einen CC und einen Construction draußen, ne? Das ist gleich ein hartes Brett. Dass er das verwandelt gekriegt hat. Lächerlich! Und dann Doki hier nochmal schnell den Entry rein, um den da noch rausnehmen zu können, bevor er natürlich hinter der Bombe kommt. Sehr schön. Wie gesagt, also die Jungs haben sich sehr gut aufgebaut. Dementsprechend dem geschuldet, dass man halt einfach die Garage Control verloren hat, den Breach durchbekommen hatte. Dann haben wir gesehen, haben sie alles schön abgeaimt, sind da durchgepusht. Das war ein sehr gutes Teamplay, was uns gerade Navi hier gezeigt hat und konnten halt einen schönen Plant anbringen. Da muss man auch sagen, der Retake war jetzt auch nicht schlecht ausgespielt. Ne? Man hat den Spieler unter Pressure gesetzt, der halt an CC-Window mit einem Outrun, dass er erstmal abgelenkt ist. In der Zeit ist man dann rumgezogen, konnte den an den CC-Breach denyen, den Spieler. Aber leider ist dann doch der Jäger durch eine Claymore gestorben, die wahrscheinlich irgendwo in der Garage platziert war.
Priscilla, danke für die 100 Bits. Somit wird der Vorsprung von Chaos immer kleiner. Und Chaos entschließt sich dazu jetzt nochmal, Ash zu spielen. Mal gucken, ob sie es denn diesmal hinkriegen. Sie dürfen halt nicht so einfach die Garage Control aufgeben. Das war ja jetzt, wie gesagt, gerade der Nachteil für die Jungs. Und da müssen sie auf alle Fälle diesmal ein bisschen mehr aufpassen, dass das halt nicht klappt. Plus halt natürlich wäre es ja schön, wenn sie halt den Breach hinein könnten bei CC, ne? Wichtiger Opening Frag hier, schon mal Hibana rausgenommen. Wie ich ja meinte, Reynolds sehr stark unterwegs gewesen. Im Interview hatten sie wohl auch gesagt gehabt, dass sie damit gerechnet haben, dass Navi sowieso sehr aggressiv immer alles piekt, was da ist. Und dementsprechend natürlich probieren, da auch gegenzuhalten. Damit haben wir jetzt schon mal eine 5:3 Situation, was ein sehr gutes, ausschlaggebendes Ergebnis ist. Und jetzt heißt es eigentlich für mich, dementsprechend jetzt eher ein bisschen passiver agieren, die Überzahl, dementsprechend nutzen, dass wir uns dementsprechend aufstellen können, dass jeder mehrere Engels halten kann, dass nicht mehr irgendwo die Möglichkeit gegeben ist, dass sie irgendwie eine Area einnehmen können, ohne dass da sofort ein Refrag passiert, sofern einer gefragt wird, ne? Weil jetzt kommt es halt wirklich darauf an, für Navi nach und nach die Frags reinzufarmen, damit halt da wieder irgendwas möglich ist. Hier haben wir jetzt gerade einen bei den Mainstairs rausgenommen. Weil man da gerade noch an Roman war, der werte Reynolds, der jetzt gerade von Blue hoch wollte zu Mainstairs. Garage Breach ist jetzt auch da, somit haben wir jetzt nicht nur den Entry über die Tür, nämlich auch über den Breach gesetzt. Da, wie gesagt, ein bisschen zu aggressiv nochmal reingepiekt, auf einmal haben wir keine Überzahlsituation mehr, ne? Weil halt jetzt ihnen Chaos leider den Gefallen tut, da einzeln überall reinzulaufen, reinzupieken, obwohl jetzt gerade gar nicht mehr die Notwendigkeit ist, jetzt heißt es eigentlich nur Areas halten. Und da sehen wir schon, jetzt probieren wir halt uns dementsprechend wieder neu zu positionieren, die Leute nochmal rauszunehmen, wo wir halt wissen, wo sie positioniert sind. Schöne Nate hier vom Panix und Bums bricht nach und nach weiter die Überzahlsituation zusammen. Wir haben jetzt den Breach gesetzt, wir haben jetzt aber dafür immer noch das Problem, wir haben einen in Catwalk drin und einer müsste jetzt, glaube ich, bei der Red Stairs sein noch. Das war der weite Shutter, wenn ich ganz sicher bin, müsste der da sein. Oder die Shutter ist in der Garage drin, dann müsste der andere wahrscheinlich in Cash sein. Oder bei den Red Stairs. Ja. Und jetzt entschließen sich dazu natürlich, über Construction reinzuspielen. Der eine aimt die Rotation ab, dass der von Catwalk, von Garage aus nicht wieder rein rotieren kann und seinen Mate supporten kann. Aber man muss jetzt natürlich sagen, dass hier jetzt ist kein Problem ist natürlich, für die beiden Spieler, das den Entry da einfach abzuaimen, ne? Ja, das ist nämlich das Gleiche, wenn sie, das hätten sie ja wissen müssen, ne? Ich zeige es nochmal kurz. Wenn ich jetzt hier stehe, wie gesagt, kann ich hier durchaimen bis hin zu der Tür. Das sehe ich. Mein zweiter Spieler steht hier, somit können wir beide den gleichen Engel halten und beide rotieren jetzt hin zu Construction von Construction rein. Da muss man halt sagen, da wäre es vielleicht doch besser gewesen, es über den Breach zu versuchen.
einer steht Breach und der andere probiert halt, na, das machen wir weg, vielleicht doch nochmal über Garage hochzukommen und da die Catwalk-Kontrolle zu kriegen. Oder man pusht zusammen über Breach halt rein und von da aus Redsets und von da aus auf Cash, ne? Er hat auch eine Möglichkeit gegeben. Außer das hier, das war jetzt wie gesagt nicht clever, weil man halt genau in ein Engel von zwei Personen reinläuft, ne? Und somit hat Chaos gerade gegen Navi gewonnen mit 7-5 auf Clubhouse. War eine schöne Leistung auf alle Fälle von den Jungs. Schöner Push gewesen vorhin auf Basement. Oben die Kontrolle vorhin sehr schön gehalten, wo sie Basement selber gespielt hatten. Man muss halt sagen, Navi ab und zu ein paar kluge Schachzüge gehabt. Gerade die Runde davor bei Cash war halt sehr schön ausgespielt. Mit der Unterzahlsituation trotzdem auf Plant gegangen, weil sie die dementsprechenden Engels hatten. Und somit, wie gesagt, hier Navi nicht mehr zweiter Platz. Die wurden damit denn von Thron gestoßen. Die waren ja am vorherigen Spieltag, Spieltag 13, zweiter Platz. Den können sie damit jetzt nicht halten, sofern halt denn sowas gewinnt wie Empire und G2. Damit würde ich mal sagen, sind wir hier durch. Es war eine spannende Pro League von Chaos gewesen und auch von Navi. Navi Rückrunden sehr, sehr stark gespielt gehabt. Mit leider ab und zu ein paar leichten Trashen, wie wir hier auch nochmal gesehen haben. Sich leider denn doch situationsmäßig leider schlecht eher entschieden. Chaos hätte auch meines Erachtens ab und zu ein bisschen besser aufspielen können, wenn sie halt nicht so aggressiv reingespielt hätten, wie zum Beispiel letztes Mal gegen Rogue. Da hätte man vielleicht ein bisschen eher passiver agieren sollen. Ich bin sehr gespannt, wie es mit den Teams weitergehen wird in der nächsten Pro League Season, in Season 12. Und damit, Leute, folgt mir doch bei Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch. Agony R6 ist jetzt der Rabattcode bei MOGA oder als Creator-Code bei Epic Store. Wird alles unten bei YouTube verlinkt, ne? Und damit würde ich mal sagen, machen wir ganz kurz eine Pause.